Herzlich willkommen hier zu einer neuen kurzen Episode zum Thema Führung. Ja, und zwar im Speziellen geht es heute ums Thema Leadership, das heißt um Menschen- oder Mitarbeiterführung. Und wenn du wissen willst, was aus meiner Ansicht das wichtigste Element, die Basis bildet für eine gelingende Mitarbeiterführung, dann bleib dran, gleich nach dem Intro geht's los. Ja, Leadership. Leadership oder eben Mitarbeiter-Menschenführung ist ja so eine Sache und es ist nicht immer einfach, Menschen dahin zu kriegen, wo man sie auch hinbringen möchte, mit ihnen das Ziel, das man ausgesucht hat, auch zu erreichen. Und da kann ich dir einfach mal sagen, Leadership ist für mich eine Herzensangelegenheit und deshalb freut es mich auch immer wieder, wenn ich dir den ein oder anderen Impuls hier mitgeben darf. Und zwar spielt es dabei gar keine Rolle, ob du eine ältere Führungskraft bist, schon erfahren, oder ob du eine junge Führungskraft bist oder vielleicht gerade erst da rein startest. Denn reflektieren können wir das immer wieder mal selber ganz gerne. Also Basis. Was stellt die Basis dar? Ich bin mir sicher, du hast da eine Idee. Die Frage ist nur, ist es die gleiche, die ich habe? Meine Erfahrung hat gezeigt, dass Menschenführung immer dann funktioniert, wenn Vertrauen gegeben. Die Basis bildet absolut, ausgenommen, das Vertrauen in die Führungskraft. Das Vertrauen in die Führungskraft, in den Vorgesetzten, in den Manager, in das Management als solches, in die Unternehmung, wo du deine Arbeitszeit verbringst, aber auch in dich selbst, also das Selbstvertrauen, wenn es um Thema Self-Leadership geht, also Selbstführung, hat es da ganz, ganz wichtige Elemente. Ja, und jetzt sagst du, ja gut, Vertrauen, ja, das, nee, es gibt viele, die ihren Vorgesetzten nicht vertrauen. Also überleg dir mal für dich selbst, vertraust du deinen Vorgesetzten bedingungslos? Vertraust du deinen Führungskollegen links und rechts, ob jetzt in der Geschäftsleitung, drunter, im oberen Management? Vertraust du deinen Mitarbeitern? Ja, und da merkst du wahrscheinlich jetzt ganz bestimmt, dass das eine oder andere ein bisschen knorzig, ein bisschen mühsam, anstrengend war und du immer ein bisschen kämpfen musstest und es nicht irgendwie ganz funktioniert hat. Dann liegt es daran, dass man dir oder du demjenigen oder derjenigen, den du folgen solltest, den Auftrag für sie erfüllen solltest, dass du da das Vertrauen nicht hast. Und Vertrauen hat ja manchmal auch mit Sinn und Zweck, mit Sinnhaftigkeit, wieso soll ich diesen Auftrag jetzt machen, mit Klarheit, wie soll ich diesen Auftrag ausführen. Aber die Basis, sind wir ehrlich, ist das Vertrauen. Denn wurde das Vertrauen in der Vergangenheit missbraucht, nicht eingehalten, wurden die Erwartungen nicht erfüllt, dann gibt es da den einen oder anderen Punkt, den du beachten musst. Und ich bin mir bewusst, dass das hier kein leichtes Thema ist, aber trotzdem möchte ich es erwähnen, denn es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass Führung besser funktioniert. Und dass du dir da mal Gedanken machst, vertraue ich wirklich meinen Mitarbeitern voll und ganz? Vertraue ich jedem, den ich einen Auftrag gebe? Vertraue ich der Geschäftsleitung? Vertraue ich dem Top-Management? Vertraue ich der Führungsebene 1, 2, 3, egal wo du bist? Und vertraust du dir selber und bringst du auch die Resultate, die du eigentlich von dir selbst und in diesem Sinne auch das Wort eigentlich von dir erwartest? Ja, und wenn nicht, dann arbeite dran. Und wenn du es nicht hinkriegst, dann löse dich davon. Denn wie kriege ich es hin, dass Vertrauen gestärkt werden kann? Da gibt es ein paar wesentliche Punkte und die möchte ich ganz kurz jetzt hier noch zum Ende reinbringen für dich als Impuls, als Tipp. Und zwar geht es darum, dass Vertrauen mit Ehrlichkeit zu tun hat, mit Ehrlichkeit gegenüber sich selbst, gegenüber dem Vis-à-vis, mit Ehrlichkeit zum Thema, zur Person, zu äußeren Umständen, die da wirken, dass das auch wirklich so ist, wie ich mich da gebe. Manchmal kann man auch dem eigenen Auftreten natürlich authentisch, natürlich sagen, wenn du einfach dich so gibst, wie du bist und das auch ansprichst, was dich bedrückt, was dich begeistert, was dich stört. Und der nächste Punkt, du solltest das in einer Art und Weise machen, dass die Kommunikation auch stimmig ist. Ja, stimmig mit dem Inhalt, stimmig, also stimmig inhaltbezogen, zeitlich bezogen, adressatengerecht
bezogen und dass sie einfach auch der Wahrheit entspricht und dass du da nicht irgendwas vorhältst, was dem Nachhinein dann zu Schaden führt. Also Natürlichkeit, authentisch sein in diesem Sinne, aber natürlich auch die Führungsrolle wahrnehmen oder die Funktion, die du innehast. Dann geht es darum, den Kommunikationsanteil so aufzusetzen, dass er auch funktioniert. Und jetzt am Schluss einer noch, den ich dir hier mit auf den Weg geben kann, weil wir kurz halten möchten, ist die Vision, die Klarheit zu wissen, wo geht es überhaupt hin, warum sollte ich das machen, warum sollte ich meine Lebenszeit für dich als Führungskraft, als meinen Vorgesetzten oder für einen Mitarbeiter da investieren. Warum? Also die Vision, das große ganze Bild, die Vision, die Mission, die dich dazu befähigt, deine Mitarbeiter, dein Umfeld zu begeistern, zu gewinnen, erfolgreich und sicher zum Ziel führen und wie ich es da immer gerne nenne, mit drei Wörtern, mit Klarheit, mit Leidenschaft und natürlich mit der Umsetzung. Also, ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest was mitnehmen, für dich selbst nochmals reflektieren, wo du da vielleicht den einen oder anderen Vertrauenspunkt noch hast, den du angehen musst, wo du ein bisschen tiefer reinschauen möchtest. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass doch einfach einen Daumen hoch, einen Applaus, ein Herzchen, was auch immer. Aber du darfst auch gerne einen wohlwollenden Kommentar hinterlassen. Teile es in den sozialen Medien mit anderen. Und wenn du Fragen hast, wenn du mehr darüber wissen möchtest, also irgendein spezielles Thema vielleicht auch, dann komm einfach auf mich zu, melde dich bei mir mit einer Privatnachricht, einem E-Mail, was auch immer. Und dann schauen wir, wie wir das Ganze angehen können und wie wir dich und alle anderen weiterhin mit begeistern können und auf den Weg zum Erfolg bringen. Also in diesem Sinne, halt die Ohren steif, viel Freude, viel Spaß, viel Durchhaltewillen in dieser doch schwierigen Zeit für den einen oder anderen und vor allem bleib mit Herzblut dabei, mit Leidenschaft und mach das, was dir Freude bereitet und das, was deinem Ziel dient. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und bis zum nächsten.